Herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Der Urlaub ist vorbei. Ein neuer Controller ist auch am Start. Also können wir wieder ein bisschen Horizon spielen. Natürlich habe ich auch ein kleines bisschen im Urlaub gespielt. Also machen wir erstmal ein paar Fertigkeiten. 19 von 29. Hier fehlen also noch satte 10. Irgendein Baum machen wir mal voll. Den haben wir voll. Ja, die 9 Bolzen, was haben wir hier? Das haben wir alles, ne? Gehen wir mal weiter nach unten. Dann haben wir wieder hier links die 2. 3 Pfeile. Bolzenschießer. Das haben wir auch. Was ist das? Mit weniger Rohstoffen als in der Wildnis. Stelle Munition an der Werkbank. Ja, aber an der Werkbank stelle ich nie Munition her. Mutstoß haben wir, das haben wir. Konzentration plus 3. Haben wir mal rein. So. Konzentration haben wir gemaxt, glaube ich. Dann haben wir hier schwere Waffe. Nicht so interessant. Mit denselben Rohstoffhängen mehr Munition. Das ist interessant. So. Und die unnützen... Ja, diese ganzen Fähigkeiten. Pah. Ne? Dankeschön. So, Delle. Wir... Warte mal, war hier eine Kiste? Halt. Ja, da ist eine... Da ist... Wo ist denn meine Kiste, wo ich mal reingucken kann? Das ist die Werkbank. Hier ist gar keine Kiste. Das ist auch schlecht. Und irgendwo... Ah, jetzt weiß ich, was ich hier machen wollte. Irgendwo hier oben, glaube ich. Da habe ich doch ein... ein Datenpaket entdeckt. Mal schauen, ob wir das jetzt wiederfinden. Dann machen wir das fix mal. Hier war es offensichtlich nicht. Aber irgendwo hier in der Nähe. Mal gucken, ob wir alles noch kennen. Nein, das können wir nicht. Das können wir auch nicht. Hey. Mann, warum kennen wir das alles nicht? Ja, wir kennen es doch noch. Oh, ist das so laut. Mann, ist das laut. Wo bin ich denn hier wieder reingeraten? Ich wollte nur mal kurz... Ah, das war nix. Na? Ich sehe nichts. Okay, am Boden ist gut. Und dann machen wir noch mal einen kurzen Schlag. Und dann haben wir da drauf. Hey, keine Munition, natürlich nicht. Wo ist er denn? Hallo? Wieso leuchte ich denn so? Das hatte ich ja noch nie. Okay, danke. Der Treffer war ganz gut. Der auch. Ja, erstmal wieder eine Pause machen hier. Wo war denn der andere? Da hinten. Den müssen wir schon mitnehmen. Den Himmelskleider hier mit seinem lila Schlamm. Ja, die... Nee, das Holz wollte ich eigentlich nicht. Ich bin irgendwie ein kleines bisschen raus, habe ich das Gefühl. Wo war denn dieses Datenpaket, wo ich hin möchte? Hier drin offensichtlich nicht. Dann war es hier weiter oben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo war's. Weil das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wenn ich schon mal so ein Paket zufällig finde.
dann müsst ihr das natürlich auch sehen, aber ich weiß halt nicht mehr, wo es war. Das ist ärgerlich. Nee, hier war es nicht. Ey. Dann vielleicht hier. Oder noch weiter oben. Naja. Ja, ich wollte in der Kiste auch mal ein bisschen mein Leben auffrischen. Also die Heilung zumindest. Ja, hier sah es gut aus. Hier, glaube ich. Ja, da war's. Na, rin mit dir. Und hier ist noch eine Kiste. Die holen wir uns erstmal. Selbstverständlich. So, und hier war das Paket, was ich gefunden hatte. Und zwar ist das, ein neuer Datenpunkt kommt und holt's euch. Und zwar, Textdatenpunkt Welt von UCRC W5 Sergeant oder Sergeant Evers. Datenbeschädigung minimal. 19. Dezember 2065. Seid gegrüßt, Schwachköpfe und Fieslinge. Der letzte Vorratsabwurf steht in den Startlöchern. Es ist die übliche, verrückte Wundertüte aus allen euren Lieblingssorten, die es noch gibt. Wir haben Saftpäckchen aus Baton Rouge. Wir haben in Vita Trockenfleisch aus Des Moines. Wir haben kaum identifizierbare gefriergetrocknete Eiscremeflocken aus Albuquerque und die Pizza de Resistance kommt in Crackerform aus dem allerletzten Pferd aus Ohio. Wie immer, eure Losnummer sichert euch euren Anteil. Holt ihn euch, bevor alles weg ist oder wir weg sind. Was immer zuerst passiert, Evers Ende. Brüder und Schwestern. Naja, wir holen uns da gar nichts. Wir haben das Datenpaket erfolgreich gefunden. Wir gucken mal kurz rein in die Datenpakete. Wo waren die denn? Datenpunkte. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Das hier könnten sie sein. Oder das hier. Was ist das Wetter? Unfall. Oder das hier. Mein Gott, das war's wert. Nein, das ist es nicht. Kommt und holt's euch. Das war's. Okay, Datenpunkte Welt. Oh Mann, ist das viel. Ach du Heiland. Wir gucken uns mal die Karte an. Wir haben das letzte Mal hier hüben so gut wie alles erkundet. Nur hier oben. Oh, Jagdgebiet. Dann machen wir hier oben weiter und reisen hierher. Dafür brauchen wir hier unten erstmal ein kleines Lagerfeuer. Dann nehmen wir das hier. Und dann reisen wir da hoch, erkunden noch kurz die restlichen Regionen östlich der Barriere. Ja, danke auch. Hier komme ich wieder nicht hoch. Das ist ja doch, hier komme ich doch hoch. Okay, wir klettern hier mal hoch. Da ist ein bisschen Farbe. Gib schon her. Ja. Okay, da hätten wir auch den anderen. Da wären wir mit dem anderen Lagerfeuer besser gekommen, glaube ich. Aber egal. Egal. Ich glaube, wir machen dann als erstes mal das Jagdgebiet. Da können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Mitternachtsblüte. Weil wir müssen das ja auf, in Anführungszeichen, 3 Sterne machen. Natürlich. Mal sehen, wie gut wir denn schon sind. Und der Bohnenstängel, der ist ins Entkommen. Hallo? Wo ist denn? Ja, die Blüte nehmen wir mit. Ach, da hinten steckt sich das Feuer. Ist hier sonst noch irgendwas? Nichts, nichts, nichts. Also dann, wieso ist das? Hä? Wieso geht denn das nicht? Wieso ist denn das so? Das ist aber interessant.
Ich kann hier gar nichts machen. Ist da noch ein Viehzeug in der Nähe? Och, Manu. Was soll das denn? Das ist aber jetzt sehr, sehr ärgerlich. Dornrücken. Immer noch? Ey, ich kann hier gar nichts machen. Da hockt sie sich hin. Ach, Manu. Warum ist denn das inaktiv? Das ist ärgerlich. Hier, so einen Stein nehmen wir mit. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir jetzt drankommen. Das lag hier noch. Ein bisschen. Geht's jetzt? Nee, das ist inaktiv und ich komme nicht ran. Ich weiß nicht wie. Na gut, wenn das euer Wunsch ist, dann puh, könnt ihr mich mal. Los, komm, hau ab hier. Wir setzen mal einen Marker. Keine Ahnung, wohin, mal auf. Achso, der ist gleich ein neuer. Naja, dann nehmen wir den. Hoffentlich bist du aktiv. Go, go. Na, was ist denn nun weiter? Hoffentlich komme ich an das Lager. Oh Mann, das hängt, das Vieh. Jetzt aber. So. Jetzt du? Das geht... Hä, was ist denn los? Ich verstehe nicht, warum ich hier nichts machen kann. Das ist rot hinterlegt. Bin ich irgendwie krank? Oder... Das ist aber komisch. Schnellspeicherung. Das ist aber wirklich sehr komisch. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Kann ich ein neues Lagerfeuer entdecken? Oder... Nein, nicht absteigen. Komm wieder rauf. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich kann nichts an den Lagerfeuern machen. Das ist wohl einer der Utaro-Landgötter. Was macht der denn hier? Zeig mal her. Wo denn? Warum nimmst du das nicht? Wo ist ein Utaro-Landgott? Du hier? Nee, du siehst ja aus wie ein... Gut. Komisch, machen wir hier den. Stürmer, Stürmer, Stürmer. Die sind alle relativ friedlich. Wo liegt denn das Zeug noch so rum? Ist mir egal, ich will jetzt wissen, warum diese... Die Lagerfeuer nicht mehr gehen. Ein Utaro-Schrein. Was das wohl bedeutet? Was sieht die denn immer? Leiche, na toll. Ach, da ist der Schrein. Steig mal ab hier. Sieht interessant aus. Was haben wir denn hier? Die Spur würde ich gerne mal markieren. Leiche, aber ich kann an der Leiche nichts. Ich sehe auch keine Leiche. Aber die Spur. Plünderer Schrotthaufen. Plünderer Schrotthaufen. Hä, aber hier. Ach so, die... Oh, die sind da hinten. Hier, das alles... Das ist wohl einer der Utaro-Landgötter. Alles voll. Was macht der denn hier? Alles voll. Hä? Aber hier bin ich doch bestimmt schon ein paar Mal lang. Warum ist denn hier so viel Zeug? Sehr spannend. Müssen wir natürlich holen, alles, klar. Wenn hier so viel Zeug liegt.
Darf machen, richtig. Ne. Hör mal auf das Horn. Gut, haben wir mal das Horn. Aber hier liegt so viel Zeug. Da war das Horn. Wir holen den Rest noch hier. Warum auch immer hier so viel Zeug liegt. Und was der mit den ganzen... Der hat die alle kaputt gemacht. Das sind alles Plünderer. Hat er die alle kaputt gemacht? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch mal kurz irgendwo speichern. Und noch mal neu laden. Vielleicht sind dann die... Noch was da? Gucken wir noch mal kurz. Vielleicht sind die, sind dann die Lagerfeuer wieder in Ordnung. Ich weiß es nicht. I don't know. Das ist mein Tier. Kommst du mal zu mir? Hallo? Ja, danke. Okay, genau in die Richtung muss ich ja. Warum schleicht denn das Tier so? Okay. So. Na gut, wir probieren weiter. Ob wir der Sache auf die Spur. Ja. Ja, nichts. Habe ich den jetzt kaputt gefahren? Oh ja. Kaputt gefahren, so ein Quatsch. Na los. Ein Waschbär und er gibt uns ein paar Knochen. Okay, so. Jetzt versuchen wir unser Glück hier bei dem Lagerfeuer. Hier geht's jetzt einmal. Schnellreise kostenlos. Und dann reisen wir mal hierher. So. Und dann können wir als nächstes gleich mal dieses ominöse Jagdgebiet erkunden. Ist hier was Schönes für euch? Nicht. Gehen wir mal zu Fuß. Kann ich gleich ein bisschen Heilung mit einsammeln. Weil hier ist ja nirgendwo ein... Oh, was ist denn das? Eine Brücke? Ja. Hier ist, glaube ich, nirgendwo eine Truhe, nicht wahr? Nein. Weil ich habe es versäumt. Sie kommen in meinen Rucksack. Siehst du? Ich habe es versäumt, alles voll zu machen. Und bei dem Jagdgebiet... brauchen wir bestimmt einiges an Heilung. Bestimmt. An deinen Vorrat geschickt. 518. Okay, dann haben wir jetzt voll. Dann haben wir jetzt offensichtlich voll. Gucken wir mal. Ja, da kann man hoch. Was haben wir hier denn? Ich bin weg. Ich bin weg. Mist. Hätte ja klappen können. Wir sprechen mit dem Jagdgebiet-Hüter. Und wir gehen erstmal hierher und speichern mal. Hier geht's wieder nicht. Ach so, jetzt sind wieder die Viecher aktiv. Okay, na gut. Wir... Oh, hier ist eine Vorratskiste. Hallo. Wir füllen mal kurz auf. Und putzt eure Rüstungen. Dann Werkbank. Fallenherstellung. Naja, vielleicht brauchen wir es ja. Man weiß es nicht. Oh, Sprengpaste ist teuer. Sprengpaste ist teuer. Der Bogen ist sehr gut. Den Jagdbogen haben wir auch voll. Und haben ihn auch... Ja. Reichsschaden habe ich da drin. 2x6, okay. Was brauchen wir denn sonst noch? Also seht auch so aus. Na gut, dann quatschen wir. Schon auf zu suchen. Das ist ein Händler hier, ne? Ja. Was? Sonnenberührter Jägerbogen? Kritische Chance. Kritischer Treffer, Überspannschaden. Den holen wir uns mal kurz. Zack. Nur kaufen.
und den Kanister-Seilwerfer. Schnelles Nachladen über Spannschaden. Und dieser seltene Seilwerfer wird von Utaro-Kriegern verwendet, um Kanister an Gegnern zu befestigen. Kanister können mit einem Pfeil des gleichen Elementtyps zur Explosion gebracht werden. Okay. Dann holen wir uns den auch. Ja, alle Waffenklassen erlangt. Danke. Kanister. Und da habe ich jetzt bestimmt auch neue Munition. Also, ja, siehst du? Kanister-Seilwerfer sind eine spezielle Art von Seilwerfern. Anstatt Seile abzufeuern, nutzen sie Kanister-Harpunen, die Elementbehälter an Maschinen befestigen können. Kanister können mit einem Pfeil des gleichen Typs und so weiter, hat man gerade schon gelesen. Die müssen mit voller Bogenspannung abgeschossen werden, um Halt an Rüstungen zu finden. Okay. Klingt spannend. Mal sehen, ob wir das hier brauchen können. Jetzt reden wir mal mit Ivina. Du hast es geschafft. Willkommen im Jagdgebiet. Ich heiße Ivina. Ich verwalte das Gelände. Ich halte es in Schuss für das Maschinentraining. Ganz gleich, ob unsere Soldaten es nutzen oder unsere Utaru-Nachbarn. Mhm. So wie bei den Kaja auch. Ah ja. Wir haben gehört, dass diese Feiglinge das Konzept der Jagdgebiete als ihres ausgeben. Aber unsere Soldaten haben schon vor den Clankriegen an solchen Orten trainiert. Jede Wette an unsere Prüfungen würden sich die Kaja nie im Leben heranwagen. Für eine geschickte Jägerin wie dich wären sie eine Herausforderung. Eine sehr lohnende. Bestehe die Prüfungen und erhalte Streifen. Dafür bekommst du wiederum Medaillen. Relikte unseres Sieges gegen die Kaja während der roten Raubzüge. Geh mit den Medaillen zur Arena im Hain, unserer Hauptstadt. Die Hüter dort geben dir dafür die besten Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die unser Stamm zu bieten hat. Ich werde dran denken. Ich sollte auch unsere Schnitzerin erwähnen. Sie schnitzen Figuren für ein beliebtes Spiel bei uns. Die Maschinen im Jagdgebiet inspirieren sie dazu. Du meinst Streit? Du kennst es? Dann solltest du dir ihre Waren ansehen. Für die richtigen Ressourcen haben Schnitzer immer ein paar Figuren übrig. Ich sollte jetzt los, weitere Gebiete inspizieren. Aber für dich stehen sie immer offen. Geh mit den Zehen. Mhm, okay. Streit. Ach, da hinten ist der Streiter. Mit ihm kann ich handeln. Die habe ich alle noch nicht. Boah, so viel. Heidewitzka. Was kommt? Den hauen wir uns mal rein. Den kaufen wir mal. Was haben wir denn alles? Den kaufen wir uns. Den Habicht kaufen wir uns. Himmelsgleiter. Alles. Wir kaufen mal alles weg hier. Zwei Krallenschreiter-Zirkulator. Zwei von... Boah. Langbein. Unser Flughorn. Den haben wir noch nicht. Okay. Was war das? Flughorn-Zirkulator. Na gut. Ja, die Streitsachen machen wir schon noch. Willst du dein jagdliches Können verfeinern? So, jetzt nochmal. Ist das dein Jagdgebiet? Ist es. Nimm meine Herausforderung an und zeig, ob du deinem Ruf gerecht wirst. Ja, wir können es probieren. Jagdgebiete Reinklang. Geduld bringt immer die reichste Ernte. Wer sich ungesehen an einen Kampf annähert, behält das Überraschungsmoment. Ein plötzlicher Angriff aus dem Verborgenen kann genauso effektiv sein, wie in den Kampf zu stürmen. Meistere diese Prüfungen und deine Feinde werden dich niemals kommen sehen. Lautlose Plündernprüfung, stiller Schlagprüfung, lautloses Kleidenprüfung. Okay. Plündere Vorratslager, ohne Maschinen aufzuschrecken oder zu beschädigen. Das klingt interessant. 10 Minuten, 4:30, 3:30. Also hohes Gras, Rauchfässer und Rauchbomben müssen wir nutzen. Ein roter Indikator ist schlecht. Schaden darf ich nicht zufügen. Und Fokus muss ich verwenden. Na gut. Weiß ich nicht. Mal sehen. Mal sehen, ob wir bereit sind. Bring den Seilen runter, dann starten wir die Prüfung. Okay. Es sind drei verschiedene Stellen. Gehen wir mal hier runter. Klingen am Auge. Duck dich.
Ja. Sieht erstmal gut aus. Halt, ducken. 3,30. Und das... Naja, das... Was ist denn da? Überbrücken, ach so. Okay, dann können wir den erstmal plündern. Und gehen mal einfach, ich weiß nicht wohin. Hier rein. So, der nächste ist... Oh, der ist da oben. Das ist aber spannend. Ich glaube, das müssen wir mehr als einmal machen. Habe ich so den Eindruck. Du musst dich mal umdrehen. Oh, da rauf. Wo ist denn das nächste Lager dahin? Na, warum gehst du denn? Hä? Nee, duck dich. So. Ach, die Rauch. Ach so. Okay, gut. Nicht verfügbar. Was willst du denn mit dir? Hä? Wieso bist denn du nicht verfügbar? Aber so schaffe ich doch die Zeiten nicht. Ruhig bleiben. Na schwierig. Die Zeit rennt gnadenlos runter. Und da steht jetzt. Oh, das wird spannend. Das wird sehr spannend. Nicht verfügbar. Was sind denn die Dinger da oben? Steht nichts dran. Immer wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Nicht verfügbar. So. Oh ja. Na klasse. Das ist aber super toll. Jetzt wäre es verfügbar, aber jetzt kommt er natürlich auf mich zu. Ich glaube, sobald die aufgeschreckt sind, sind die Vorratslager nicht verfügbar, wa? Ja. Das ist egal jetzt, oder? Sobald ich das erledigt habe... naja, das war nix. Das war gar nix. Auch mit dir. Mann, also das... Wo ist denn die... Da drüben. Komme ich da irgendwie rüber? Ist vermutlich egal. Ist vermutlich egal. Wir waren auf jeden Fall ganz schlecht. Die Sache müssen wir nochmal angehen. Du hast Talent. Die Geschichten über dich sind nicht übertrieben. Echt? Was? Alle drei Streifen? Okay, spannend. Ich dachte, ich wäre richtig schlecht gewesen. Aber nun gut. 4 Jagdmedaillen. 1 kleiner Maschinenkern. 6 Jagdmedaillen, mittlerer Maschinenkern. Okay. Offensichtlich war ich doch nicht so schlecht. Dann stiller Schlag. Gucken wir mal rein. Erledige Maschinen mit einem stillen Schlag oder einem Schlag von oben, um unentdeckt zu bleiben. Und was ist jetzt
rutsch ein Seil hinunter. Ich brenne darauf. Okay, drei Maschinen erledigen. Okay, alles klar. Drei Maschinen erledigen. Nee. Da war ich wohl zu voreilig. Ohne entdeckt zu werden. Aber jetzt müsste doch die Prüfung erledigt sein, oder nicht? Weil die haben mich doch sofort entdeckt, hä? Verstehe das nicht so richtig. Okay, das machen wir nochmal neu. Komisch, dass die Prüfung nicht gleich zu Ende ist. Das ist komisch. Nein, wir machen nochmal neu. Das mit dem Überbrücken war schwierig. Ich habe die falsche Taste erwischt. Offensichtlich. Offensichtlich. Also nochmal. Lieber eine andere Prüfung? Nee, die gleiche schon nochmal. Erneut versuchen, genau.